Kolleginnen. Heute gibt es Spießbraten vom, nicht Spießbraten, was habe ich gesagt, Krustenbraten vom Kugelgrill. Ich habe da schon mal so was vorbereitet, wie das gemacht wird. Die Kruste einschneiden, Salz rein, unten eine schöne Trockenmarinade dran. Das ist alles schon soweit vorbereitet. Wir packen den Kollegen jetzt auf den Grill. Wir haben eine Temperatur zwischen 150 und 180 Grad. Ja, und dann müssen wir mal gucken, dass der Kollege da mal so ein paar Stündchen rumschmörgelt. So, Kolleginnen und Kollegen, jetzt geht es ab hier. Der Krustenbraten ist jetzt seit 3,5 Stunden drin. Wir haben versucht, es aufzuploppen. Ich habe schon mal nachgeguckt. Es hat nicht funktioniert. Das nächste Mal werden wir nicht mehr 200 Grad, sondern wir brauchen garantiert 250 bis 300 Grad. Mein Kumpel Patrick wird jetzt dann mal den Deckel lüften. Ganz vorsichtig. Und wir gucken uns den Kollegen mal an. Die Ploppung hat nicht funktioniert, aber das ist gar kein Problem.